Jetzt aber erstmal der Mann, um den es jetzt geht, der glaubt auch dran. Und die Patienten, die er hat, die glauben auch dran an die übersinnlichen Kräfte und an ihn. Georg Beinlich schaut ihm jetzt genau auf die Finger, dem Mann mit den heilenden Händen. Eigentlich sehen diese Handflächen aus wie alle anderen. Und doch soll von ihnen eine magische Kraft ausgehen. Sprechstunde bei Heiko Höfer. In seiner Gartenlaube behandelt der Westerstädter Schmerzpatienten, einzeln oder in Gruppen. Jeden weist er darauf hin, dass er weder Arzt noch Heilpraktiker ist. Wer sich trotzdem von ihm behandeln lässt, macht das auf eigenes Risiko. Musik vom Ghettoblaster und ein Handyverbot in seiner Laube sollen die Wunderheilungen unterstützen. Der ehemalige Dreher glaubt, dass er Kraft seiner Hände fast alle Krankheiten heilen kann, ausgenommen chronischen Geldmangel, wie er selbst sagt. So, ja, bei mir ist hauptsächlich wieder Schulterbereich. Ja. Setz sie im Hinsetzen. Auf der Pritsche sitzt jetzt Elektromeister Rolf Kuhlmann mit einer verspannten Schulter. Spürst du was jetzt? Wird warm auf dem Rücken. Ja, vielleicht ein Vulkan. So oder so ähnlich lässt der selbsternannte Heiler schon seit gut 2 Jahrzehnten seine Hände kreisen. Also ich habe 1981 einen schweren Unfall gehabt, 6 Wochen im Koma gelegen. Und nach dem Unfall gemerkt, ich kann irgendwas mehr wie die meisten. Und dann hat es noch ein paar Jahre gedauert und da habe ich durch Zufall entdeckt, dass ich heilende Hände habe. Als erstes kurierte er den hinkenden Hund des Nachbarn, dann die Kopfschmerzen seiner Frau. Inzwischen hoffen immer mehr Patienten, dass er ihnen die Schmerzen nimmt. Was ich jetzt so die letzte Zeit auch bei den Behandlungen gemerkt habe, kommt zwar im Moment dann nach der Behandlung mal wieder, aber nach 2 Tagen ist es dann komplett weg. Das ist so eine Langzeitwirkung einfach. Ja. Tschüss. Der nächste Kunde, Wolfgang Steinbrück, ist fast so etwas wie ein Kollege. Das war jetzt dieses Knie. Er ist Masseur, ihm schmerzt das Knie. In der eigenen Praxis konnte ihm keiner helfen. Jetzt rät er sogar manchen Patienten, in die Laube zu gehen. Wenn ich Patienten habe, denen ich selber nicht helfen kann oder ein Mitarbeiter von mir helfen kann, dann schicke ich Patienten zu Herrn Höfer hin. Er kann vorwiegend Schmerzzustände verbessern, also vorwiegend bei Gelenkbeschwerden, bei Rückenbeschwerden und bei chronischen Beschwerden im Schulter-Nackenbereich. Ziehen Sie mal an, das Knie jetzt. Schmerzt noch da? Ja, wenn schon leicht besser. Ja, dann müssen wir weitermachen, wenn es nicht weg ist. Wunder brauchen eben ihre Zeit. Nichts Genaues weiß keiner. Die Kunden jedenfalls zahlen einen kleinen Obolus. Wie viel bestimmen sie selbst? Irgendwie erleichtert verlässt Wolfgang Steinbrück die Wunderpraxis. Warum er weniger Schmerzen verspürt, kann er sich auch nicht erklären. Der Heiler hat eine Ahnung. Also göttliche oder himmlische Energie ist das. Die kommt von oben und ich bekomme sie und ich gebe sie weiter. Irgendwo hinter diesen Lichterketten verbirgt sich vielleicht die magische Kraft, die bis in die Fingerspitzen wirkt. So, was macht jetzt? Ob Placebo oder Einbildung, Sozialarbeiterin Bärbel Döring glaubt fest daran, etwas zu spüren. Besser, ne? Die Wissenschaft konnte nie beweisen, ob Handauflegen wirklich heilen kann. Weil Heiko Höfer aber fest daran glaubt, hat er jetzt noch einen Termin. Im Gewächshaus muss er seinen Tomaten die Hand auflegen, dann wachsen sie besser.